Für mein neues Projekt habe ich mir einen auseinandergebauten und defekten All-in-One-Computer gekauft. Die freundliche Verkäuferin erzählte mir noch ein wenig über den Computer und ich konnte sie ein bisschen ausfragen. Ein Fachmann hätte es auseinandergebaut, das Display sei defekt und die Festplatte sei gelöscht, aber noch enthalten. Eigentlich wollte ich das Motherboard auseinandernehmen und in ein neues Case hineinsetzen, aber es kam anders als gedacht. Zuerst musste ich mich im Schlachtfeld der Einzelteile orientieren. Bei einigen Teilen wusste ich zuerst nicht, wo sie hingehören. Deswegen habe ich zuerst mal alles geordnet und mir eine Übersicht verschafft und versucht einzuschätzen, welche Teile eigentlich was tun und wozu sie gehören. Insbesondere die Schrauben sind da besonders schwierig. Wenn man den PC nicht selbst auseinandergebaut hat, ist es nicht immer leicht, die richtigen Stellen für die Schrauben zu finden. Der Computer sieht sonst eigentlich sehr gut aus und ich wundere mich, was damit los ist. Neben den Boxen und einzelnen Gehäuseteilen und natürlich den Schrauben gibt es noch dieses Case für die Festplatte mit einer Folie. So eine Folie sehe ich zum ersten Mal. Ich vermute, sie ist zur Wärmeisolierung da. Am Display sind eigentlich keine Makel zu erkennen, bis auf ein paar Staubreste. Die Aufkleber im Fuß waren für mich wichtig, weil ich so erahnen konnte, dass da was Vernünftiges eingebaut ist. Durch die Anschlüsse konnte ich einschätzen, wie alt das Gerät ungefähr sein müsste. Durch die USB 3-Anschlüsse in Blau zum Beispiel und den HDMI-Anschluss habe ich mir schon gedacht, dass das Gerät nicht älter als 5 bis 7 Jahre alt ist. Das ist ein gutes Alter für gebrauchte Computer. Beim Kauf war es mir auch wichtig, dass ein Netzteil dabei ist, das passt, denn Netzteile nachzukaufen ist meistens teuer und manchmal ärgerlich. Natürlich wollte ich mich von dem Fehler des Displays selbst überzeugen und deswegen schalte ich den Computer einfach mal normal ein. Das Display ist gar nicht defekt. Ich freue mich wie ein Kind über dieses Glück und wundere mich, was da eigentlich schiefgelaufen ist bei der Vorbesitzerin. Wer war dieser Fachmann, der da was gebastelt hat und nichts geschafft hat, obwohl nichts defekt ist? War sie es vielleicht selbst? War das der Ehemann oder vielleicht der Nachbar? Keine Ahnung. Ab jetzt ist klar, die Projektidee ist gestorben. Ich werde keinen eigenen Computer zusammenbauen. Stattdessen werde ich diesen Computer wieder auf Vordermann bringen und schauen, was er eigentlich in sich trägt. Das Baujahr ist 2015, möglicherweise wurde auch erst 2016 verkauft. Eingebaut ist ein i5-Prozessor der 6. Generation mit geringer Spannung. Diese Art von Prozessoren mit der U-Endung verbrauchen insgesamt weniger Strom und werden dann auch nicht ganz so heiß, deshalb findet man sie oft in Notebooks. Trotzdem taktet der Prozessor mit 2,3 GHz und damit kann man schon was anfangen. Insgesamt sind 8 GB RAM eingebaut auf einem RAM-Slot und Platz für einen zweiten ist noch da. Laut BIOS ist keine Festplatte eingebaut. Diese SSHD-Festplatte habe ich für 30 Euro gekauft. Sie ist ungefähr 3000 Stunden gelaufen und passt vom Alter her auch ungefähr zum Rechner. Da mich die Folie ein bisschen genervt hat, habe ich sie einfach weggelassen. Ich würde aber empfehlen, sie doch zu nutzen, weil die Festplatte sonst das Motherboard unnötig heiß macht. Das habe ich leider erst im Nachhinein festgestellt. Die Festplatte wird einfach an der richtigen Seite mit dem Anschluss oben bei der Einkerbung eingelegt und dann an den Seiten mit den Schrauben festgedreht. Natürlich kann man auch eine kleinere SSD einbauen, dann braucht man nur eine Halterung für das Case, um die Festplatte sicher verstauen zu können. Eine 3,5 Zoll Festplatte ist aber hier von der Form und der Größe her passender. Theoretisch sollte die SSHD das schnelle Booten möglich machen für Windows, aber gleichzeitig auch sehr viel Datenspeicher zur Verfügung stellen und nicht so teuer sein. Da unter der mitverkauften Schraubensammlung nicht die passenden Schrauben dabei sind oder zumindest nicht in ausreichender Menge, benutze ich Schrauben, die ich noch über hatte. Das Case mit der Festplatte kann nun ans Motherboard angeklemmt werden. Anschließend muss das Case noch am Gehäuse festgeschraubt werden. Um
Um das Case zu befestigen, braucht man 3 Schrauben mit einem großen flachen Kopf. Unter der Schraubensammlung war nichts Passendes dabei, weder in der Menge noch in der Form. Diese Schrauben schienen in Frage zu kommen, waren aber zu kurz. Nicht zum Nachmachen empfohlen, aber durchaus eine Lösung. Ich habe einfach Gewebeklebeband genommen und damit dann das Gehäuse festgeklebt. Ich hatte keine Lust, mich um Schrauben zu kümmern, auf die Suche zu gehen, Geld auszugeben, um dieses blöde Case zu befestigen. Es sollte aber auf jeden Fall Klebeband sein, das langlebig ist und auf jeden Fall auch gut hält. Panzertape, Gewebeklebeband oder was ähnliches. Jetzt werde ich alles wieder zusammenbauen. Zuerst nehme ich die Boxen und führe sie an ihren Platz. Die heraustretenden Schraubgewinde halten die Box auch gut auf Position. Dann wird das Boxenkabel mit dem Motherboard verbunden. Die Box bietet, wie ich es jetzt auch sehen kann, dem Festplattencase noch zusätzlichen Halt. Also das Ding müsste jetzt wirklich ziemlich sicher sein. Man muss den Fuß entfernen, um die Abdeckung hinten abnehmen oder anbringen zu können. Die Deckung wird einfach in Position gebracht und dann vorsichtig hineingedrückt. An den Seiten rastet dann jeweils immer etwas ein, was man am Klickgeräusch gut hören kann. Vielleicht klingt es auch eher wie ein Knacken. Insgesamt wird die hintere Abdeckung nur mit einigen wenigen Schrauben festgehalten. Die befinden sich beim DVD-Laufwerk und dort sollte man sie einfach nur einschrauben. Fehlt noch die Abdeckung vom DVD-Laufwerk. Die Klemmen werden einfach hineingedrückt und schon hält es. Zuletzt ist dann noch dieses Stück Plastik. Das gehört zum Gehäuse hinten beim Eingang des Standfußes. Und jetzt bin ich gespannt darauf, was eigentlich im Rechner steckt. Ich installiere Windows 10 als Betriebssystem, um darauf dann einige Programme laufen zu lassen. Performance Test 10 für eine Benchmark, Speccy zur Analyse der Hardware und später werde ich auch noch Steam starten und ein Spiel ausprobieren. Mit jedem Treiber, den Windows für mich automatisch installiert, wird nach und nach klar, was für ein Gerät ich da eigentlich vor mir habe. Dieser PC hat zum Beispiel auch einen Touchscreen. Ich probiere zum ersten Mal das Programm Speccy aus, weil mir sein simples Design gut gefällt. Es ist schön übersichtlich und liefert doch viele wichtige Informationen. Die Temperatursensoren des Motherboards zeigen zum Beispiel, dass es gerade etwas warm ist. 64 Grad bei geringer Auslastung und im Winter sind eigentlich zu hoch. Jetzt ärgere ich mich doch, dass ich diese Folie von dem Festplattencase nicht eingebaut habe. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum es jetzt wärmer ist, als es sein sollte. Andererseits finde ich auch heraus, dass es ein typischer Fehler ist von All-in-One-Computern, dass der Airflow nicht ordentlich funktioniert und deswegen die Computer oft zu heiß werden. Jetzt erfahre ich auch endlich, welche Grafikkarte eigentlich eingebaut ist. Eine ordentliche GeForce 930M. Was diese 6 Jahre alte Notebook-Grafikkarte heute noch schafft, das werde ich mir gleich mal anschauen. Das sieht zwar nach einem schlechten Ergebnis aus, ist aber eigentlich ein solider Score. Dieser Punktestand impliziert deutlich, dass man mit dem Gerät auch heute noch arbeiten kann. Ob es auch fürs Zocken reicht, das teste ich mit Tomb Raider. Das Spiel ist aus dem Jahr 2013. 2015 und 2016, als der Punkt da rauskam, konnte man das Spiel auf mittleren Einstellungen gut spielen.
In diesem Video sieht man aber nicht, wie flüssig das Spiel eigentlich läuft. Der totgeglaubte Computer war es gar nicht. Er lebt, ist total gut brauchbar und macht sogar richtig Spaß. Ich habe mich in der Woche, mit der ich ihm gearbeitet habe, richtig dran gewöhnt und fand es fast schade, ihn zu verkaufen. Aber da ich ja schon einen PC habe, war es vernünftig, ihn auch wieder loszuwerden. Ausnahmsweise habe ich auch einen netten Gewinn gemacht. Und jetzt gibt es irgendwo in Köln einen 10-jährigen Jungen, der einen neuen Computer hat, damit Videokonferenzen machen kann und sogar ein bisschen zocken kann. Vielleicht wird es Fortnite sein, vielleicht was anderes. Auf jeden Fall wird dieser PC viel Spaß machen, vermute ich, und hoffentlich auch noch lange leben. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.